Die Handball-Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein bei Sprungwurf TV. Ihr habt abgestimmt, welche Partien ihr sehen wollt und unter anderem diese hier. Der Tabellenführer Eiderharde in den weißen Trikots gegen das Schlusslicht der Liga gegen den TV Fischbeek. Klare Verhältnisse nicht nur in der Tabelle, sondern auch auf dem Feld. Frühe Führung Georg Rover 3:1 und die Gastgeber machen weiter wieder über Rover und dann kommt Finn Kettelsen. 7:2, frühe komfortable Führung für Eiderharde. Erst Mitte des ersten Durchgangs kommt Fischbeek dann auch ins Spiel, nutzt die Räume besser, die sich ihnen aber auch geboten werden. 7 Meter für Fischbeek, das ist ein Fall für Fito Clemens. Und der bleibt eiskalt, verkürzt auf 6 nach knapp 22 Spielen. Wieder Fischbeek. Klasse an den Kreis gespielt, Jan Kessler ist bereit, 11:7 und das gefällt Eiderharde-Coach Matthias Hinrichsen überhaupt nicht, legt sofort die grüne Karte. Danach wird es besser, Jerome Weigmann. Ganz starker Treffer, 12:7 für Eiderharde. Dann kommt Fischbeek und auch dort werden wunderschöne Tore erzielt. Vito Clemens 13:9. Kurz vor der Pause drückt Eiderharde noch einmal aufs Tempo. Aber da hinten steht Aziz Oyewusi und der ist zur Stelle. Aber kaum gefreut rollt schon die nächste Angriffswelle auf ihn zu. Und das ist ein Fall für Yannick Brown und der ist im Netz. Der Ball 15:9, der Halbzeitstand standesgemäß für Eiderharde. Zweiter Durchgang. Der Tabellenführer jetzt von rechts nach links. Eike Möller aus dem Rückraum. 16:9 die Führung. Das geht dann viel zu einfach. Marek Stoss, 19:13, Mitte des zweiten Durchgangs. Matthias Hinrichsen sagt nach dem Spiel, es sind ihm zu viele technische Fehler in seiner Mannschaft aufgefallen. 17 an der Zahl, Tim Lartendorf, 23:16. Der Vorsprung von Eiderharde ist zu groß, aber Fischbeek bekommt immer wieder seine Möglichkeiten. Abgelegt. Möller bringt ihn raus zu Jerome Weigmann. 6 Tore macht er insgesamt, darf 60 Minuten durchspielen und zahlt das Vertrauen sowas von zurück. 24:16 war das. Dann kommt wieder Yannick Brown. 28:21. Die Fronten sind da schon lange geklärt. Fischbeek darf aber nochmal. Was bleibt ihm noch anderes übrig als einfach weitermachen? Marek Stroß noch einmal, 31:23. Da ist das Ding schon längst durch. Andere Seite noch einmal ganz kurz. Ball kommt zu Max Clausen. Und dann ist Schluss und Eiderharde freut sich über die nächsten 2 Punkte. Der sitzt nicht. 34:25, das Endergebnis standesgemäß. Eiderharde schlägt Tabellenschlusslicht Fischbeek und holt sich die nächsten 2 Punkte.